Für uns ist es enorm wichtig, da wir ein Ingenieurbüro sind mit 15 Standorten in Deutschland und ohne Glasfaser und schnelle Internetanbindungen können wir das Geschäft, was wir betreiben, nicht betreiben. Unsere Kunden wie eine BASF, Evonik, BP, mit denen wir dann auch online verbunden sind, erwarten einfach eine hohe Datengeschwindigkeit, weil wir eben große Datenmengen hin und her schaufeln. Ich hoffe hier in Gelsenkirchen, wir müssen es schaffen, die jungen Leute dazu zu animieren, in unserem Bereich tätig zu werden und sie auch hier in Gelsenkirchen zu halten. So haben wir auch eine Chance, hier in Gelsenkirchen als dienstleistendes Ingenieurbüro weiterhin tätig zu sein. Der Strukturwandel ist hier in der Region in den ersten 30 Jahren nach dem Krieg total verschlafen worden. Man hatte nur auf Kohle und Stahl gesetzt. Und erst in den letzten 15 Jahren hat man auch erkannt, dass der Mittelstand für Gelsenkirchen wichtig ist und kümmert sich jetzt auch im Rahmen der Wirtschaftsförderung intensiv um diese jungen Unternehmen, die sich hier auch positiv entwickelt haben. Logischerweise die Lage des Büros, ganz wichtig sind die Punkte Bahnanbindungen, Busse, dass wir also eine Bushaltestelle vor unserem Büro haben. Und natürlich auch die Anbindung an die Autobahn. Und das ist hier in Gelsenkirchen an unserem Standort gegeben. Ich gehe in der Mittagspause gerne in den Nordsternpark. Dann gehe ich eben eine Viertelstunde joggen und kann dann eben meinen Kopf frei blasen.